Es gibt doch keinen Heizgenerator hierfür. Egal, machen wir mal 10 Stück davon. Und wenn die Basis einmal rundherum steht, brauchst du keinen Heizgenerator mehr, wenn du Wände hast. Deshalb mache ich gerade mal die Außenwände. Abbauen können wir sie dann wieder mit dem T1-Modul. Oh, na? Hör ich irgendwie, was ist ein Puls? Das ist meiner, ja. Ich bin gerannt. Ah ja, okay. Ja, wieder ins Falsche reingeguckt. Oh, die Hautverbrennungen zählen immer noch. Brauchst du irgendwas an Salbe? Ich versuche mal meine eine Salbe. Die ist was gebracht? Nein. Die grüne? Ja, die hat... Gegen nichts, Strahlung? Die hat nichts gebracht. Toll, die wollte ich auch gerade hinschmeißen. Nehmen die andere, die hat auch nichts gebracht. Ach, Hautverbrennung. Hier, Kräuterblätter. Dagegen sind die gut. Esst die jetzt einfach mal alle. Ah. Ja, ich habe auch noch 14 da. Ich habe jetzt auch 12 jetzt mal. Das ist gut. Sehr schön. Konzentrat. So, die hielten ja lange, ne? Die Konzentratriegel. Da können wir gleich mal ein paar bauen. Das Beste, was wir erstmal machen können. Erstmal das Fleisch reinmampfen. Denn das war ja irgendwie nicht so haltbar, nur noch 10. Leider. Dann machen wir jetzt erstmal die Riegel da. Ah ja, Verfallszeit 89. Passt. Du bist gleich wieder raus. Ah, das geht ja. Kleine Sprit wieder einsetzen. Was braucht man noch? Eigentlich nur Nahrung im Moment. Na, wir müssen mal Samen rankriegen und Beete, ne? Das ist halt. Also ich habe schon diese Lampe freigeschalten, dass wir die dann gleich nutzen können, so wie wir die haben, aber ja, dazu brauchst du auch wieder verschiedene Sachen, ne? So einfach kannst du dieses Beet ja auch nicht basteln. Ja, das durfte man über einen Stein rauskriegen. Ich habe einen Betonblock falsch gesetzt. Und da ich noch nicht diesen anderen, das andere Tool habe, muss ich die. Kannst du nicht wegmachen? Boah, das ist so ätzend. Listen stehen. Nee, das geht nicht. Nein. Ja, ich bin gerade weg. Das ist lieber ab. Ja, ich hab ihn schon. Kein Thema. Yay! Die Bremse ist so super. Pflanzenfaser. Mhm. Die Pflanzenfasern haben sie riesengroß gemacht. Die sind riesig geworden. Ja, komisch, ne? Ah, sofort absitzen, das passt. Mist, hier war schon. Ja. Noch mehr davon, okay. Na gut, wenn ich jetzt nah genug beim Reaktor bleibe, ist es auch kuschelig warm, ne? Fein! Hier gibt es schon mal Pflanzenfasern. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Sind die Baumstämme effektiver. Ja. Was denn hier? Ja, ich halte es nur auf der freien Pläne rum, dass ich irgendwie ein paar Kontox finden würde. Aber ist nicht, ja. Nee, ganz wenig.
runtergestürzt. Ach so, nicht mal Viecher. Als wir runtergestürzt sind, war ja überall Viecher. Jetzt. Gar nichts, ey. Steine, sehr gut. Tür. Ja, die Tür können wir auch gleich nehmen. Wunderbärchenhaft. Bisschen erkunden. Also Ressourcenscheine gibt es auch nicht viele. Nee. Das ist ja eher normale Steine draußen rumliegen, ne? Das war am Anfang mal ein paar. Ich glaube, wir werden es hier nicht so einfach haben. Nee, im Moment nicht so. Ah, das kommt ja auch. Einfach kann jeder. Ach, richtig, genau. Dann würde das ja jeder spielen hier, ne? Ja. Wäre ja auch langweilig wieder. Das stimmt. Aber es kann keiner so gut fehlen wie wir. Das ist auf jeden Fall. Wir sind da was wir schon wieder für einen Spaß hatten, um erstmal so weit zu kommen, dass wir wieder spielen durften zusammen. Ja, das ist aber auch irgendwie, ich hab keine Ahnung, wie wir das jedes Mal hinkriegen. Es ist ja egal, welches Spiel, ne? Ja. Ich überlege bei Space Engineers, wo wir da eine Stunde gewartet haben. Ja, das war richtig krass. Stimmt. Ja, das ist. Wie im Nachhinein, weißt du, da habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, ey, warum haben wir das gemacht? Warum haben wir nicht vorher abgebrochen? Ja. Es war bei No Man's Sky auch nicht viel besser, ne? Ja, die ganzen Testphasen. Da hat es auch etliche Zeit. Gut, okay, da haben wir wenigstens, weißt du, da lag es ja nicht so direkt an uns. Da haben wir das ja ausprobiert. Bei dem anderen war es ja einfach. Ja, wir durften wenigstens spielen. Gewartet haben. Es war nicht gut, was wir da verbracht haben, aber. Wir durften wenigstens zocken. Ah, schön. Na egal, solange wir glücklich sind dabei und unseren Spaß haben. Oh ja, tierisch. 275 Meter vor mir? Fragezeichen? Was soll das sein? Soll ich bestimmt mal gucken, oder? Was soll denn da sein? Ist. Ja, wie eine eckige Klammer, sag ich mal, links und rechts und ein Fahrradzeichen in der Mitte. Okay. Na dann, Randa. Einen Mob habe ich irgendwo laufen sehen vorhin. Na, der ist doch schon da irgendwie weg. Ja, den hol ich mir gleich. Wobei, ich habe gerade vier einstecken, Mist. Ah, ungünstig, ne? Stein. Hier haben wir wieder Kornblocks. Die wissen schon, warum die hier hinstellen. Wer weiß, was da noch kommt. Ein Yeti? Ach nee, ein Eisblub! Na. Aber die waren doch cool, die Blubs. Die gaben doch gleich Fleisch, oder? Aber in Weiß habe ich den Blub auch noch nie gesehen. Okay, nee. So, erstmal hier die Pflanzen drauf. Sonne. So ein Haufen Zeugs. Aber ich sehe schon, dass wir wahrscheinlich noch eine Heizanlage bauen müssen oder sowas hier. Stimmt. Aber hier steht überall nur Stein dran und dann ist es Eisen. Und du siehst das blaue Zeugs dran, wisst ihr? Ich dachte schon, das kann doch gar nicht sein, dass es immer dran steht. Okay. Kann ich zum Fenster basteln? Haben wir da schon irgendwas für? Ne, natürlich nicht. Ein Klipperwiesen. Hm. Ein Fleisch. Ein Fleisch. Oh, Katze. Ja.
Uff. Oh, da kannst du auch mal reinballern. Alter Schwede, der verträgt eine ganze Menge. Ah, das ist ja ätzend. Ein einziges nur. Krass. Tja, muss man sich alles verdienen. Hm. Du klingst dabei so motiviert. Jo. Ja, Frickitsch. Habe ich jetzt hier schon diesen Hauseffekt? Wenn alles rundherum zu ist, ja. Ja, also ich habe jetzt so eine Hälfte vom Dach fertig. Also da sind dann 22 Grad. Wenn du dich unten drunter stellst, ne? Mhm. Ach, du musst es nicht mal komplett zu haben. Ja, also ich mache es jetzt noch komplett zu, ne? Aber... Ah, sehr schön. Das beruhigt mich. Das könnte ich zum Beispiel nur für Minecraft. Aber da haben wir es ja dann in der nächsten... Nacht schon mal ein bisschen kuscheliger. Ja, wobei bei Ark zum Beispiel hast du es auch so. Da hast du es dann, also wenn du einen Teil des Dachs zu hast, dann hast du darunter dann auch deinen Schutz. Das reicht jetzt. Ich bin nur vorsichtig. Ich denke immer, das ist eine Falle. Das Scanner zeigt auch überall rot an. Ja, das sind die Objekte. Also die Objekte in der Nähe, die du entdecken kannst. Vier Glasfasern und sieben Satiumplatten. Satium? Puh, okay. Nehme ich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich wieder zurückkomme. Ja, auf so einem Eisplaneten und dann so helle Basis ist. Hm. Na, die Fraktion haben wir jetzt auch ihre hier, ne? Wie konnte ich denn noch mal? Konnte ich denn noch mal das drehen? Ach so. Drehen gibt's auch? Ja, die Texturen drehen. Ich will mal ändern. Ja, einfach nochmal anklicken, also als wenn du drüber malen würdest. Was nehme ich denn hier? Naja, der knurrt schon zurecht. Naja, es sind zwei große. Frickitsch! Oh, hier ist noch Pflanze. Das artet aber auch schon wieder aus, ne? Ich muss jeden Stein mitnehmen. Ha, ich kenne das. Man kann das auch nicht liegen lassen, ey. Ja, das zum Beispiel, als wir da mit einem Kumpel, das vor ein paar Wochen, was ich erzählt habe, da mal angefangen hatten, da sind wir auf den einen Hügel rauf und dieser ganze Hügel war voll mit Silizium und Eisensteinchen. Wir haben wirklich Ewigkeiten gehangen, also über eine halbe Stunde und es war immer noch nicht alles weg. Kommst du nicht weg dort, ne? Das ist schrecklich, also das muss dann auch alles sein, ne? Also ich bin dann auch so gegen Verschwendung, weißt du, das ist dann so, wenn es da liegt und bevor es schlecht wird und ach... Ja, und rennst 500 Meter weiter und dann brauchst du es. Ja, richtig. Und du brauchst halt, du hast ja nie genug davon halt, ne? Nee. Ja, Blankenstein habe ich jetzt auch keine Lust. Ich hätte lieber mehr. Ja, sowas hier. Blaue Eisen. Aber so richtig Ressourcen haben wir auch noch nicht gefunden. Nur Kupfer.